Ja, hallo und herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal. Schön, dass du reinschaust. Heute habe ich eine coole Sache im Internet entdeckt. Ich sage schon mal folgendes Problem. Ich nehme auf Arbeit immer gerne hier diese Flasche mit und dann ein bisschen leer getrunken mit Tee drin und so. Dann, wenn man nach Hause kommt, muss man ja dann irgendwie sauber machen. Und das Problem ist, die muss ja auch immer austrocknen, sonst gammelt die ganze Sache. Und man hat dann halt Probleme, dass es irgendwie dann komisches, muffelt und wie auch immer halt. Und ja, meistens ist es am besten, wenn man stellt es ja verkehrt rum irgendwo hin und dass das Wasser dann rausfließen kann und die ganze Flasche dann trocknet. Und gibt es ja verschiedene Sachen, so irgendwelche Siebe und Zeug, die man dann hinstellen kann, wo man die Flaschen dann kopfüber reinstellen kann. Aber das hat mir auch irgendwie alles nicht so gefallen, weil so ein Sieb nimmt halt Platz weg. Da habe ich eine coole Sache im Internet entdeckt. Ganz lustig mit einem 3D-Drucker gemacht. Ich habe es schon selber gekauft. Keine Werbung. Und zwar hier so ein Teil hier. Sieht erstmal unspektakulär aus hier. Ja. Und ich klappe das einfach auf hier. Zack. Und stelle es natürlich auf den Boden. Und kann so meine Flasche hier reinhalten. Und das steht dann halt dort und kann dann die dann austrocknen lassen. Am besten mit dem Tuch drunter stellen, wenn es dann droppt. Dass man natürlich keine nassen Küchenplatte bekommt. Und weil es kommt immer Restwasser rausgetropft. Das sind verschiedene Farben, verschiedene Größen. Einmal hier ist ein bisschen kleinere Version hier, die dann von einer kleineren Flasche gedacht ist. Man merkt es. Klappert hier ein bisschen rum, gibt es klein und groß, zwei verschiedene Dinger hier. Kann man auch, wenn man Urlaub ist und unterwegs ist und kann da Flaschen mitnehmen, mache ich auch gerne mal immer beim Wandern halt. Dann ist zu Hause dann in der Wohnung, im Hotel, kann ich schnell mal aufstellen und die Flaschen trocknet aus und das Wasser gammelt da nicht drin rum. Steht auch nicht. Da muss man ein bisschen aufpassen beim Hin und Her, dass es nicht zu arg wackelt halt. Das ist, wenn kleine Kinder irgendwie drankommt oder irgendwie drankommt, kann schon passieren, dass er für ein Umfeld. Aber wie gesagt, coole Sache, um halt immer die Flaschen immer schön abzutrocknen, wie das Wasser, was da drin ist, rausläuft und die Sache nicht stammelig wird. Ja, kleiner Tipp, kann ich euch empfehlen, finde ich. Ich habe es ausprobiert, nimmt nicht viel Platz weg, kann man mitnehmen, Urlaub mitnehmen und ja. Danke euch fürs Zuschauen. Ciao dann, bis zum nächsten Mal.